Unsere Themen am Montag. Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Änderungen für Autofahrer. Und unterwegs mit den Sternsingern. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Kennen Sie das? Dauert Ihnen das zu lange? Dann wechseln Sie doch in das Cottbusser Netz. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Montag und damit gleichzeitig auch zu unserer ersten Sendung in diesem Jahr. Mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport treiben, gesünder leben, abnehmen. Das sind wohl die bekanntesten Vorsätze zum Jahreswechsel. Und so wird es auch 2015 wieder sein. Wir waren heute Vormittag in der Innenstadt unterwegs und wollten mal hören, was sich die Cottbusser Bürger so vorgenommen haben. Weihnachten und die Zeit des Schlemms sind vorbei und inzwischen sollte auch die schwächste Leber jeglichen Restalkohol der Silvesternacht abgebaut haben. Man hört ja immer wieder von Leuten, die sich etwas für das neue Jahr vornehmen. Ich zum Beispiel habe mir vorgenommen, weniger zu arbeiten und dafür mehr Geld zu verdienen. Doch jetzt interessiert mich natürlich, was die Cottbusser sich denn so vorgenommen haben. Einfach so weiter wie bisher. Hoffen, dass das Beste kommt und dann schauen, ne? Nein, so sind wir nicht. Wir nehmen uns gar nichts erst vor. Eine Wohnung zu finden. Und nachdem heute mein erster Arbeitstag ist, gut in den Job zu starten. Eigentlich nichts Besonderes, so wie immer. Gesund leben. Gar nichts, weil ich sowieso nicht einhalte. Unheimlich viel. Ja? Ja. Was denn zum Beispiel? Unseren Garten in Schuss halten und reisen. Auf alle Fälle gesund zu bleiben und viel an meine Mitmenschen zu denken, an meine Familie. Auch viel Zeit mit denen zu verbringen, weil ich in der letzten Zeit das alles ein bisschen vernachlässigt habe. Und sportliche Erfolge einzufahren bei meinem Sport. Gesundheit vor allen Dingen. Und na, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich bin zufrieden eigentlich. Und selbst wenn man sich für das neue Jahr nie etwas vornimmt, irgendwas ändern möchte man doch bestimmt. Urlaub mit meiner Freundin. Weit weg. Ägypten oder sowas. Einfach mal schön Urlaub machen. Nee, in unserem Alter haben wir keine großen Wünsche mehr. Hauptsache ist die Gesundheit. Und solange wie das klappt, sind wir eigentlich zufrieden. Nee, ich bin eigentlich mit mir zufrieden. Ich lebe gesund, ich mache mal ein bisschen Sport. Ich bin eigentlich zufrieden mit mir. Ja, wir sind zufrieden, ja. Ja, das neue Jahr läuft ganz gut an. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Ein bisschen mehr Ehrgeiz herbeeren. Ja. So. Na, ist voll langweilig, aber eigentlich nicht. Na, wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das auch durch. Scheinbar sind die meisten Leute mit sich zufrieden. Falls sie sich doch etwas vorgenommen haben, packen sie es an, ziehen sie es durch und toi, toi, toi. Das neue Jahr bringt aber nicht nur die berühmten guten Vorsätze, sondern auch einige gesetzliche Änderungen mit sich. Der Mindestlohn gilt fast überall, die Rentenbeiträge sinken, das Porto steigt und man darf mit seinem Nummernschild umziehen. Um dabei den Überblick zu behalten, haben wir das Wichtigste für Sie zusammengestellt. In dieser Woche berichten wir jeden Tag über eine neue Regelung. Los geht's heute mit den Neuigkeiten für Autofahrer. Der Jahreswechsel bringt, wie jedes Jahr, nicht nur neue gute Vorsätze, sondern auch so manche Gesetzesänderungen. Wir haben uns auf den Weg gemacht und die wichtigsten von diesen Änderungen zusammengefasst. Die erste Station war dabei die Kfz-Zulassungsbehörde. Denn im Jahr 2015 gibt es hier so manche Änderungen. Punkt 1 ist die Abmeldung eines Kraftfahrzeuges. Hier gibt es seit dem 1. Januar ein Online-Portal, um sein Fahrzeug abzumelden. Den Weg zur Behörde kann man sich also sparen. Dafür benötigt man einen neuen Personalausweis, die neue Generation von Fahrzeugschein und Kennzeichen. Hier ist ab 2015 ein Sicherheitscode verzeichnet, mit dem die Online-Abmeldung durchgeführt werden kann. Ebenfalls online plant das Kraftfahrtbundesamt eine An- und Ummeldung. Also könnte das Warten auf der Kfz-Zulassungsbehörde bald der Vergangenheit angehören. Damit kommen wir zu Punkt 2, Vorteil E-Auto. Wer in Zukunft mit einem Elektroauto unterwegs ist, könnte so manche Überraschung erleben. Anfang Februar soll ein Elektromobilitätsgesetz in Kraft treten, das den E-Autos so manches Privileg einräumt.
Unter anderem die Vergünstigung von Parkgebühren und extra Parkplätze mit Ladestation sollen das Leben mit einem Elektroauto leichter machen. E-Autos, die bis Ende 2015 zugelassen werden, müssen 10 Jahre keine Kfz-Steuer zahlen. Grund für die Regelung ist mit Sicherheit die Vermarktung der umweltentlastenden Fahrzeuge. Der letzte Punkt ist die Mitnahme des alten Kennzeichens. Denn mit dem Jahreswechsel dürfen jetzt bei einer Ummeldung bundesweit die alten Kennzeichen am Fahrzeug bleiben. Sogar dann, wenn sich der Fahrzeughalter ändert, kann das geliebte Wunschkennzeichen mit dem Geburtsdatum der Freundin oder des Kindes am Auto bleiben. Der erste Lausitzer des neuen Jahres heißt Jonas. Er erblickte am Neujahrstag um 6.11 Uhr im Kaltim-Klinikum das Licht der Welt. Er wiegt 3260 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Für die Eltern Madeleine und Markus fing das Jahr somit sehr schön an. In den ersten Januartagen erwarten viele Menschen königlichen Besuch. Drei Majestäten ziehen von Haus zu Haus und bringen die Nachricht von der Geburt des Kindes Jesus in Bethlehem. Dieser Brauch ist uralt und gehört zur Weihnachtszeit wie die Krippe und der Christbaum. Die Rede ist von den Sternsingern. Wir haben sie am Samstag begleitet, als sie im Lausitzpark unterwegs waren. Dort wurden die übrigen Geschenke der Adventskalenderaktion verteilt. Eine Reise, eine schöne Handtasche oder ein Möbelgutschein. So lässt es sich gut ins neue Jahr starten. Am Samstag wurden im Lausitzpark die restlichen Gewinner vom Adventskalender gekürt. Damit ist die besinnliche Zeit erst einmal wieder vorüber. Doch eine Tradition gibt es zu Beginn des neuen Jahres noch: die Sternensinger. In diesen Tagen sind sie wieder unterwegs, um Spenden einzusammeln. Bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts helfen sie Kindern in Armut. Und heute helfen Kinder aus ganz Deutschland an verschiedenen Orten, um anderen Kindern in anderen Ländern, in diesem Jahr in den Philippinen, zu unterstützen. Im Lausitzpark übernahmen das die Heiligen Drei Könige der katholischen Propstei Pfarrei zum Guten Hirten und die evangelische Kirchengemeinde Cottbus Süd. Diesen guten Zweck unterstützt Centermanagerin Silke Schulz-Appelt gern. Wir wollen natürlich wie alle Jahre wieder traditionell die Weihnachtszeit beenden mit den Sternsingern, die für die Kinder der Welt sammeln, denen es halt eben nicht so gut geht, und ganz einfach unsere Kunden aufmerksam machen, vielleicht auch mal innezuhalten, vielleicht auch die eine oder andere Spende zu machen und wie gesagt, und für sich selber sozusagen zur Ruhe zu kommen und das neue Jahr entsprechend einzuläuten. Diejenigen, die spenden, erhalten die traditionelle Segensbitte. Die Aufschrift stammt aus dem Lateinischen und segnet im übertragenen Sinne dieses Haus. Wer auch etwas Gutes tun will, in den nächsten Tagen sind die Sternensinger noch in der ganzen Region anzutreffen. In Senfenberg wurde eine 70 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Alles deutet darauf hin, dass die Seniorin getötet wurde. Eine natürliche Ursache, Suizid oder einen Unfall schloss die Polizei als Grund offenbar schon aus. Eine Bekannte soll die Frau am Freitagnachmittag entdeckt haben. Die Mordkommission wird in den nächsten Tagen weitere Details ermitteln. Ebenfalls am Freitag wurde in Cottbus eine Babyleiche in einer Mülltonne gefunden. Herausgekommen war die Tat, nachdem die Mutter in einer Klinik aufgetaucht war, um sich untersuchen zu lassen. Dort berichtete sie, dass das Kind bereits tot auf die Welt gekommen sei. Sie es in eine Plastiktüte gesteckt und dann in eine Mülltonne geworfen hätte. Durch eine Obduktion wurde dies auch so bestätigt. Die 34-jährige Cottbusserin muss nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Laut Staatsanwaltschaft habe die Frau möglicherweise gegen das Bestattungsgesetz verstoßen und dies werde als Ordnungswidrigkeit geahndet. Weiter geht es jetzt mit aktuellen Kurznachrichten aus unserer Stadt. Cottbus im Januar. Man merkt der Stadt an, dass sie noch etwas braucht, um auch endgültig ins neue Jahr zu starten. Ein paar Highlights gibt es aber trotzdem. Schon am 9. und 10. Januar, also am kommenden Wochenende, findet in den Messehallen wieder die Impulsausstellung statt. Traditionell können sich junge Menschen hier über Ausbildungsplätze, Studienangebote und andere Bildungsmaßnahmen informieren. Mehr als 150 Aussteller haben im letzten Jahr mitgemacht. Was es dort in diesem Jahr alles zu sehen gibt, erfahren Sie bei uns am Freitag. Etwas mehr Zeit haben die Athleten des diesjährigen Springer-Meetings. Am 27. Januar geht es in der Lausitz-Arena wieder hoch hinaus.
Internationale Stars aus der Hoch- und Stabhochsprungszene treten dann wieder in Cottbus an. Darunter etwa die beste deutsche Hochspringerin Marie-Laurenz Jungfleisch und der Weltjahreszweite beim Stabhochsprung Mark Hollis. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt steht sich gleich daran an. Am 31. Januar rollt beim FC Energie Cottbus nämlich wieder der Ball. Die Cottbusser starten in dieser Woche ins Training. Am 8. Januar geht es ins Trainingslager ins türkische Belek. Hier werden die Weichen für den Rest der Saison gelegt. Erster Gegner im neuen Jahr ist dann Rot-Weiß Erfurt. Und damit sind wir fast am Ende unserer heutigen Sendung. Morgen geht's hier bei LTV um weitere gesetzliche Neuregelungen ab diesem Jahr. Holger Kelch blickt auf 2015 und beim Neujahrsrundgang der Handwerkskammer sind wir auch mit dabei. Soweit zu morgen. Gleich im Anschluss sehen Sie jetzt noch die Neujahrsansprache von Dietmar Woidke. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Es folgt nun die Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke. Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr. Möge 2015 für Sie und Ihre Liebsten all das bringen, was Sie sich persönlich davon versprechen. Erfolg, vor allem aber Gesundheit und Lebensglück. Bei aller Ruhe jetzt zur Jahreswende, 2014 hatte es in sich. Für mich war es das erste volle Jahr als Ministerpräsident. Und ich weiß, für viele von Ihnen war es nicht minder arbeitsreich. Sie alle haben Ihren Alltag gemeistert und Sie haben dazu beigetragen, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Und zwar an vielen Stellen besser als jemals zuvor. Erscheint Ihnen das zu hoch gegriffen? Dann denken Sie zurück an die Anfänge unseres Landes vor 25 Jahren. Trotz der Hoffnung auf blühende Landschaften, zunächst herrschte an vielen Orten Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Unzählige Menschen standen ohne Job da. Viele Qualifikationen wurden nicht mehr gebraucht. Heute sieht es in Brandenburg ganz anders aus. Selbst in einer konjunkturell schwierigen Zeit ist unsere Wirtschaft leistungsstark und stabil. Der Wohlstand steigt, die Arbeitslosigkeit liegt bei einem Tiefstwert von 9%. Und immer mehr junge Menschen haben mit einer guten Ausbildung beste Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Für all das, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, haben gerade die Älteren unter Ihnen lange gekämpft. Ob als Selbstständige oder Arbeitnehmer. Sie haben sich immer wieder aufgerappelt und in schwierigen Phasen den Mut nicht verloren. Aber auch diejenigen von Ihnen, die sich sozial, politisch oder kulturell engagieren, bringen unser Land voran. Immer mehr Brandenburgerinnen und Brandenburger bekleiden ein Ehrenamt. Andere packen spontan an, wenn Hilfe gebraucht wird. Vom Dorffest bis hin zum Hochwasserschutz. Ihnen allen gebührt unser Dank. Kurzum, wir können in diesem Jahr voller Selbstbewusstsein unser 25-jähriges Landesjubiläum feiern. 25 Jahre Wiedervereinigung, das ist gewissermaßen Silberhochzeit zwischen Ost und West. Entstanden ist eine gleichberechtigte Partnerschaft, aber noch keine Partnerschaft untergleichen. Gerade bei den Löhnen und Renten klafft noch immer eine Lücke. Deshalb kämpft die Landesregierung weiter für gleichwertige Lebensbedingungen in Ost und West. Und wir kämpfen 2015 insbesondere um eine Zukunft des Solidarpakts. Natürlich sind wir stolz, dass gerade das Berlin-nahe Brandenburg heute zu den Top-Regionen in Deutschland zählt. Aber wir vergessen nicht, wo der Puls unseres Landes eben auch schlagen muss. Auf dem Land, in den Dörfern, in unseren vielen kleinen und mittleren Städten. Trotz der schwierigen Bevölkerungsentwicklung, auch sie müssen lebenswert bleiben. Daran arbeiten wir. Es wird Veränderungen geben, damit das Wesentliche erhalten bleibt. Der flächendeckende Zugang aller Brandenburger und Brandenburger zu Bildung, zu Ärzten und Krankenhäusern, zu Verkehrsangeboten und Leistungen der öffentlichen Verwaltung. Ein anderes Ziel haben wir übrigens schon erreicht. Mit dem heutigen Tage tritt der gesetzliche Mindestlohn in Kraft. Dafür hat auch die Brandenburger Landesregierung gekämpft. Und ich freue mich von ganzem Herzen mit all denen, deren Arbeit endlich solide bezahlt wird. Liebe Brandenburgerinnen und liebe Brandenburger, so gut es uns knapp 25 Jahre nach der Wiedervereinigung geht, international war 2014 ein Jahr der Unruhen und Kriege. Und machen wir uns nichts vor. Wenn Menschen anderswo weiter leiden, hat das auch für uns direkte Folgen. Die steigende Zahl der Flüchtlinge,
ist eine Herausforderung für unser Land und seine Kommunen. Aber wir müssen uns dieser Herausforderung stellen. Ich weiß um die Ängste vor dem Unbekannten, um die Sorgen und Bedenken mancher Bürgerinnen und Bürger. Und ich nehme sie sehr ernst. Aber vergessen wir nicht, es geht hier vielfach um leidgeprüfte, oftmals auch traumatisierte Menschen. Sie haben viel auf sich genommen, um sich bei uns in Sicherheit zu wissen. Es gibt von daher nicht wirklich Grund, Angst zu haben. Aber es gibt jede Menge guter Gründe, Mitgefühl zu zeigen. Ich finde, Offenheit passt zu einem Land, das so schön ist wie Brandenburg. Sie passt zu einem Land, das immer mehr Touristen anlockt. Und sie passt zu einem Land, das mit der Bundesgartenschau und vielen anderen Höhepunkten auch 2015 in voller Blüte steht. Also, meine Damen und Herren, alles Gute im neuen Jahr. Dir gefällt dein altes Ich nicht mehr, aber hast Angst vor Veränderung? Du willst einen neuen Look, aber hast keine Ahnung, was zu dir passt? Dann bewirb dich jetzt bis zum 23. Januar bei Mennys Locken Express und gewinne ein komplettes Umstyling. Schick einfach ein Foto und schreib uns, warum du ein neues Ich möchtest. LTV ist mit der Kamera dabei. Das ist die Chance für deinen Neustart. Sag mal, hast du dein Ingo auf Diät gesetzt? Nee, viel besser. Ich habe heimlich unseren Internetanschluss in das Cottbuser Netz umziehen lassen. Der geht jetzt so schnell, dass Ingo zwischendrin nicht mehr zum Naschen kommt. Du bist so gemein. Aber das will ich auch. Wo gibt's denn dieses Cottbuser Netz? Bei Mito und Wehr, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2. Oder unter internet-cottbus.de. Erstes verkaufsoffenes Wochenende im neuen Jahr im Möbelzentrum Großräschen vom 9. bis 11. Januar. Mit sensationellen Vorteilen. Je 1.000 Euro Einkaufswert bekommen Sie 300 Euro geschenkt und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Und bis zu 50% bei einem Küchenneukauf. Achtung, die Aktion im Tempur Matratzenstudio wird verlängert. Tolles Programm zum Einkaufswochenende mit Werksberatung vor Ort. Spaß für die Kleinen beim Kinderschminken, Bratwurst und kalte Getränke zum Sonderpreis. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. So wie auch den ganzen Tag über erwarten uns in der kommenden Nacht kühle 2 Grad. Der Himmel bleibt weiterhin bedeckt. Es weht teilweise ein kräftiger Wind aus nordwestlicher Richtung. Mit trüben Aussichten geht es dann auch am Dienstag weiter. Mit Niederschlag ist am Morgen zwar nicht zu rechnen, bedeckt und kühl bleibt es aber trotzdem. Im Verlauf des Tages erreichen wir Höchstwerte um die 3 Grad. Sag mal, Frank, hat Heike dich auch reingelegt? Nee, Ingo. Wieso? Naja, von wegen schnelleres Internet und weniger Naschen. Die wollen bloß im Cottbuser Netz kostenlos miteinander telefonieren. Naja, unsere Frauen. Clever wie immer. Das Cottbuser Netz gibt's bei Mito und Bär, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2 oder unter internet-cottbus.de.